Ihre nächsten Anschlüsse RT5 nach Kassel-Aue-Stadion. Abfahrt 13:05 Uhr von Gleis 9, ICE 371. Information zu ICE 1580 nach Hamburg-Altona über Hannover Hauptbahnhof mit ICE 1530 nach Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt ursprünglich 12:36 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt A und G. Information zu IC 2374 nach Hamburg Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof. Abfahrt 12:55 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt A und C. Gleis 3, Einfahrt ICE 1580 nach Hamburg-Altona über Hannover Hauptbahnhof mit ICE 1530 nach Bremen Hauptbahnhof. Abfahrt ursprünglich 12:36 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt A und G. Zug wird in Hannover Hauptbahnhof geteilt. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse RE 11 nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Abfahrt 13:03 Uhr von Gleis 8. RT 5 nach Kassel-Aue-Stadion. Abfahrt 13:05 Uhr von Gleis 9. RE 2 nach Erfurt Hauptbahnhof. Abfahrt 13:06 Uhr von Gleis 4. RE 98 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Abfahrt 13:10 Uhr von Gleis 7 und RB 5 nach Fulda über Melsungen. Abfahrt 13:15 Uhr von Gleis 7. Gleis 4, Einfahrt RE 2 von Erfurt. Weiter als RE 2 nach Erfurt Hauptbahnhof. Abfahrt 13:06 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Information zu ICE 76 nach Hamburg-Altona über Hannover Hauptbahnhof. Abfahrt 13:21 Uhr. Heute circa 5 Minuten später. Gleis 4, Einfahrt RB 4 von Korbach. Weiter als RB 4 nach Korbach. Abfahrt 13:39 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächsten Anschlüsse RB 4 nach Korbach über Zierenberg. Abfahrt 13:39 Uhr von Gleis 4 direkt gegenüber ICE 798 nach Berlin Ostbahnhof über Braunschweig. Abfahrt 13:47 Uhr von Gleis 3 und RT 5 nach Melsungen. Abfahrt 13:53 Uhr von Gleis 7. Ihre nächsten Anschlüsse ICE 880 nach Hamburg-Altona. Abfahrt 13:36 Uhr von Gleis 3. Direkt gegenüber ICE 577 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Abfahrt 13:37 Uhr von Gleis 2. ICE 798 nach Berlin Ostbahnhof. Abfahrt 13:47 Uhr von Gleis 3. Direkt gegenüber RB 39 nach Bad Wildungen über Wardang. Abfahrt 14:01 Uhr von Gleis 7 und ICE 1228 nach Dortmund Hauptbahnhof. Abfahrt 14:03 Uhr von Gleis 3, direkt gegenüber